Hallo, mein Name ist Uli Selzer-Haslauer, ich bin Ergotherapeutin und nebenberuflich Lehrende an der FH Wiener Neustadt. Wir kommen jetzt zum Thema Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit. Also gerade das spielt bei Menschen mit Demenz eine große Rolle, weil die Wahrnehmung oft sehr eingeschränkt ist. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen, wie können wir das mit einfachen alltäglichen Handlungen fördern. Zunächst müssen wir natürlich einmal die Situation des Bewohners oder des Klienten in Betracht ziehen. Es kann auch einfach sein, dass er sich krank fühlt, dass er Schmerzen hat. Da möchte ich besonders hinweisen auf die Wichtigkeit der Zahngesundheit in diesem Zusammenhang. Also alles, was wehtut, gerade im Mundraum, wird oft zu wenig berücksichtigt und würde aber wirklich Aufmerksamkeit verdienen. Ganz einfache Dinge müssen wir auch schauen, also hat der Mensch seine Brille mit, dass er das Essen überhaupt wahrnehmen kann oder auch einfach ein Hörgerät, so ganz einfache Dinge. Gerade in der Behandlung von Menschen mit Demenz ist es sehr wichtig, möglichst alle Sinne zu fördern, also alle Kanäle zu öffnen, damit möglichst viel ankommt sozusagen. Wir sehen oft Menschen, die den halben Tag schon sitzen auf ihrem Sessel beim Tisch vom Frühstück weg zum Beispiel und schon halb vor sich hin dösen und einfach gar nicht bereit sind jetzt für etwas Neues. Also was könnten wir da zum Beispiel machen? Ganz einfache Dinge, zum Beispiel von A nach B gehen. Also wir alle gehen ja zu Tisch, wir bleiben ja nicht sitzen, sondern wir gehen hin. Wir können also zunächst einmal auch schauen, wie sitzt jemand gut, was im anderen Video schon vorkommt, auch eventuell im Bett sogar. Und wie gesagt, durch eine gewisse Form der Betätigung auf das Essen hinweisen. Eine ganz einfache Sache ist es zum Beispiel aufzustehen. Sehr üblich ist es, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Eine ganz alltägliche Tätigkeit ist, die wir alle gewohnt sind, vor dem Essen Hände waschen. Da gibt es auch diese Sprichwörter. Und wir nützen das jetzt, also diesen Ortswechsel, und gehen ins Badezimmer und nützen das aus, dass da viele Komponenten beteiligt sind. Frau Meier, tu mal noch Hände waschen vor dem Essen, bitte. Ich drehe mal auf. Schauen Sie mal, ist es warm genug? Angenehm oder zu kalt? Ja. Nehmen wir gleich beide. Haben Sie ein bisschen Seife? Das Händewaschen. Wir haben jetzt hier den Eindruck des Wassers. Ist es warm, ist es kalt, die Seife, die Bewegung. Und wichtig ist, dass die Hände sind im Gehirn in einem außerordentlich großen Maß vertreten. Und deswegen wirkt das auch so besonders gut. Wenn nötig, kann ich unterstützen. Den meisten Menschen ist es angenehm, wenn hier warmes oder auch kühles Wasser auf die Hände kommt. So, wollen Sie vielleicht selber abdrehen? So, da haben wir ein Handtuch. Wir können das jetzt auch noch weiter ausbauen, falls der Mensch sich selbst nicht die Hände richtig abtrocknen kann, kann ich hier noch entweder mit dem Handtuch einen Input geben. Wenn mehr Zeit ist, natürlich kann die Person sich selbst die Hände zum Beispiel eincremen. Wenn mehr Zeit ist, kann ich auch sogar noch eine Handmassage anschließen. Also da würde ich jetzt mit einer gut riechenden Creme. Und das wäre wirklich eine sehr, sehr gute, sehr bewährte Vorbereitung auf das Essen. Abgesehen jetzt von dieser ganz simplen Tätigkeit des Händewaschens, wie wir das jetzt gezeigt haben, geht es auch darum, also es gibt ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel miteinander den Tisch zu decken, Servietten zu falten, Getränke einzuschenken und ähnliche Sachen.
auch noch einmal erwähnen möchte ich, dass man sich dann zum Beispiel zuprostet beim Essen, dass man diese normalen, einfachen, kleinen Dinge berücksichtigt. Oft, was auch es oft gibt, also speziell am Land, sind vielleicht Mittagsglocken, die schon auf das Essen hinweisen. Es gibt noch andere Möglichkeiten der basalen Stimulation oder auch Präafolter, also speziell das Pumpen, wer das schon einmal gehört hat, sind sehr wirksam, um die Aufmerksamkeit zu fördern. Eines möchte ich noch zeigen, und zwar, also wir haben schon von der Biografie gesprochen, es ist sehr, sehr wirksam, wenn man eine Biografie erstellt zum Thema Essen, also wo dann genau aufgelistet ist, was mag jemand, was mag er gar nicht, was ist er gewohnt. Also es ist dieser Bogen auch hochgeladen, es gibt aber mehrere Varianten davon, und dann, dass man dann aus dem heraus die Maßnahmen festlegt und die immer wieder beachtet, also so, dass alle Zugang haben, und evaluiert. Zu Hause, wie wir schon gesagt haben, ist das Thema Essen ja wesentlich komplexer. Meistens sind Patienten sehr lange, Menschen mit Demenz sehr lange in ihrer gewohnten Umgebung, weil ja dort alles eigentlich ganz gut funktioniert. Andererseits ist das Thema Essen, wie gesagt, vom Einkaufen bis zum fertigen Essen, ein sehr komplexes. Wir können das ein bisschen unterstützen, indem wir zum Beispiel Beschriftungen anbringen. Wir können auf den Küchenkästen eine Beschriftung anbringen, wo zum Beispiel steht Teller, Gewürze. Wir können im Kühlschrank selbst die Dinge in Boxen ordnen, die beschriftet sind. Also das hier alle Dinge, die fürs Abendessen nötig sind. Hier könnte auch sein Dinge, die man bald essen muss, damit sie nicht kaputt werden. Oder man kann ganze Tablett zum Beispiel herrichten, dass man sagt, hier ist das Frühstückstablett, da ist so weitgehend alles drauf, was zusammengehört sozusagen. Ganz wichtig ist auch, Dinge, die man nicht braucht, wie zum Beispiel das schöne Weihnachtsgeschirr, den Einkochtopf, ganz große Töpfe, die man vielleicht früher gebraucht hat, ein bisschen wegzuräumen und das, was man täglich braucht, so wie bei allen anderen Dingen auch, in Sichtweite und in Augenhöhe zu haben. Eventuell, ja auch da ist natürlich gutes Licht überall auch gefragt, was die Kollegin schon gesagt hat. Man kann auch noch daran denken, eventuell Convenience Food einzukaufen, also schon halbfertige Speisen, Lieferdienste in Anspruch zu nehmen oder soziale Dienste, die halt zu Mittag oder zu den Essenszeiten ein bisschen unterstützen. Also zu Hause ist es wesentlich komplexer, der ganze Ablauf. Zuletzt möchte ich das Ganze, was wir gesagt haben, noch einmal zusammenfassen. Es kommt darauf an, ganz einfach, ist die Person, fühlt sie sich wohl auf dem Platz, den sie bekommen hat, auf dem sie sich befindet? Ist jemand da, der im Notfall eingreifen kann, der eine freundliche Person, die sozusagen zur Hand geht? Ist man willkommen auf diesem Tisch, gehört man dazu? Ist man vielleicht in ein Gespräch eingebunden, sind einem die Menschen sympathisch? Ist das Essen gut erkennbar? Ist es ansprechend? Ist es zur richtigen Zeit? Wird es zur richtigen Zeit, die für mich passt, serviert? Und habe ich die erforderlichen Fähigkeiten, dieses Essen auch zu essen? Also zum Beispiel, ist es vorgeschnitten oder so? Also auch das muss wirklich beachtet werden. Und wenn diese Punkte erfüllt sind, so kann es zu einer wirklich guten, angenehmen Situation im Alltag kommen. Und das ist das, was wir möchten. Das ist das, was die Lebensqualität fördert. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn die Situation eine angenehme war, eine gut gelungene, so wirkt das über längere Zeit nach.